Warum legst du Wäsche in den Geschirrspüler? Die Waschmaschine ist in letzter Zeit ziemlich aufsässig gewesen. Was zum Teufel? Was ist denn hier unten los? Das ist eine Waschmaschinensache. Hau ab, du Sackgesicht! Also, Stewie, ich wechsle dir jetzt die Windel. Was bedeutet, dass ich deinen Intimbereich berühren muss? Also, ich komme jetzt mit dem Tuch, okay? Das ist nichts Sexuelles. Ich bin jetzt auf Tuchfühlung mit deinen Hinterbacken. Jetzt wandere ich mit geschlossener Hand nach oben. Ich sehe dir in die Augen. Bitte erwidere meinen Blick. Und wir sind fertig. Das war intensiv. Also, Kinder, ich wette, die Hähnchen, die ich zum Abendessen gemacht habe, werden euch schmecken. Ich will mir nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet, um sie so... Ach, du Kacke! Oh mein Gott! Das bedeutet das... Und das bedeutet auch... Weißt du was, Peter? Du hast dich angestrengt und dir trotzdem den Wein verdient. Ich bin zu Hause! Wow, Peter, das Haus sieht unglaublich aus. Dann sorgen wir dafür, dass es so bleibt und ziehen die Schuhe aus, hä? Nein, wirklich, Peter, du scheinst dich zu einem großartigen Hausmann zu entwickeln. Tja, es war nicht einfach. Zwischen der Wäsche und dem Staubsaugen hatte ich kaum Zeit, mir einen hübschen Pulli anzuziehen und eine Tasse Tee mit beiden Händen zu greifen. Und jetzt binde ich mir den Pulli um die Hüfte und spaziere durch die Nachbarschaft. Na, wie wär's, wenn ich dich für die ganze harte Arbeit belohne? Gott, ist das alles, woran du denken kannst? Ich bin müde. Komm schon, ich brauch dir Entspannung. Ich war lange in der Arbeit. Oh, ich nehme an, die Arbeit ist auch schuld, dass du das Vater-Sohn-Picknick von Chris verpasst hast. Der Vater von Chris bist immer noch du. Warum kannst du nicht einfach zuhören, statt für alles Lösungen zu suchen? Komm zurück, Peter. Hast du keine Lust auf Sex? Wir haben's nicht mehr getan, seit ich arbeite. Ja, ich glaube, du hast recht. Komm her, wo ist mein großer, starker Mann? Er zieht gerade eine deiner Blusen an, um sexy auszusehen. Ich will es auf der Bettdecke treiben. Es ist mir egal, ob wir Flecken machen. Tja, das wundert mich nicht. Du musst sie auch nicht waschen. Halt einfach die Klappe und nimm mich. Oh. Steh auf, da ist eine Raupe im Bett! Oh, das bin ich. Was? Wie kann ich das dezent formulieren? Meine Schlange ist nicht in der Lage, am Höhlenrennen teilzunehmen. Peter, hast du ein Problem damit, bereit zu sein? Ja, offensichtlich habe ich ein Problem. Tja, irgendjemand wird heute mit mir schlafen. Sag das nicht, sonst taucht Quagmire hier auf wie der Roadrunner. Ist schon gut, deine Vagina ist nur ein aufgemaltes Loch. Du bist schon unten. Gestern war er auch unten. Hey, willst du den Schuss in deinen Orangensaft kippen? Warum? Es ist 9 Uhr früh. Damit du auch mal wieder was Hartes bekommst. Du kannst keinen Ständer kriegen. Du versagst als Mann und als Vater. Deswegen musst du nicht verzweifelt sein. Das kann man behandeln lassen. Wir gehen zu Dr. Hartmann. Das will ich nicht. Das ist mir peinlich. Das sollte dir nicht peinlich sein. Die Größe sollte dir peinlich sein. Und jetzt? Löst das etwas bei Ihnen aus? Nein. Und wenn ich Ihnen mein Tattoo zeige? Gar nichts. Sie haben eine tote Ratte in der Hose, Mister. Irgendwas müssen Sie tun können, Dr. Hartmann. Haben Sie schon mal an Scheidung gedacht? Bei einem Single-Mann habe ich das noch nie gesehen. Doktor, was ist mit Viagra oder Cialis? Was meinen Sie? Vielleicht könnten diese Mittel Peter bei seinem Problem helfen. Die sind für Männer Probleme? Ich habe die als Antidepressiva verschrieben. Das Leben wird immer härter und härter.